Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um die Stoffwindeln. Heute geht es mal um 5 kleine Dinge, die super sind, ganz hilfreich beim Windeln rund um die Stoffwindeln. Los geht es mit der Nummer 1. Das ist etwas, das kennen die allermeisten von euch und das steht meistens schon auf euren Einkaufslisten drauf, wenn ihr bestellt. Das sind Wetbags oder Nasstaschen. Die gibt es ja in unterschiedlichen Größen und das hier wäre jetzt so eine Größe M, also so für ungefähr einen Tag an Windeln, die du benötigst. Das ist eine tolle Größe, um sie mit sauberen Stoffwindeln jetzt mit in die Kita zu geben zum Beispiel und einen zweiten Windelbeutel dann, damit dann die Betreuung die schmutzigen Windeln in den anderen Wetbag geben kann. Also unverzichtbar für das Wickeln mit Stoffwindeln, für Reisen, für die Aufbewahrung zu Hause, da hat man dann meistens einen viel, viel größeren Wetbag oder eben auch für unterwegs. Und wenn du kein Wickelkind mehr hast, dann sind die ja ganz toll, um zum Beispiel Schwimmsachen reinzugeben. Aber eben auch, wenn du verreist, um so einzelne Päckchen zu machen, Socken, Unterwäsche. Und beim Wandern sind sie ja einfach super. Damit bleibt dann auch deine Bekleidung im Rucksack dann auch trocken, selbst wenn es mal ganz heftig regnet. Ja, die Nummer 2 wäre dann auch ein weiterer Beutel. Aber es ist ein Wäschenetz. Ein Wäschenetz finde ich immer sehr, sehr praktisch, wenn es einen Reißverschluss hat. Denn mir ist es schon passiert, dass bei den Wäschenetzen mit der Kordel, dass die sich geöffnet hat und dann landeten die kleinen Dinge, zum Beispiel Slip-Einlagen, dann doch wiederum in der Gummilippe da am Bullauge. Und das ist dann immer eklig. Die musste ich dann immer nochmal waschen. Also Wäschenetze gibt es auch in unterschiedlichen Größen. Das ist jetzt die Größe S, Small von Popolini, das kleine. Und es gibt auch noch ein größeres. Die Wäschenetze sind in den meisten Fällen aus Kunstfaser, aus Polyester. Wenn dir das überhaupt nicht gefällt, dann kannst du dir auch ein Wäschenetz selber nähen. Und zwar aus einer Biobaumwolle. Es gab mal, ich zieh das mal runter, es gab früher mal vor vielen Jahren von Disana ein Wäschenetz aus Biobaumwolle. Das gibt es aber jetzt schon seit einigen Jahren auch nicht mehr im Sortiment. Wir haben bei uns im Shop auch Meterware mit diesem Netzstoff aus Biobaumwolle. Und daraus lassen sich dann eben nicht nur Einkaufsnetze nähen, sondern auch Wäschenetze für die Windeltonne zum Beispiel. Denk nur dran, dieser Stoff, der läuft ziemlich ein, also das müsstest du dann, wenn du ein großes Wäschenetz haben möchtest für eine große Tonne, solltest du das vorher schon berechnen. Tipp Nummer 3. Ja, ganz klar, das sind Reinigungstücher oder eben Waschlappen. Ich finde, die sind absolut unverzichtbar und zwar egal, ob du dein Kind mit Wegwerfwindeln oder mit Stoffwindeln wickelst. Ich verstehe das nicht mit den Wegwerftüchern, ganz ehrlich, denn die sind so voll mit irgendwelchen mir völlig dubiosen Inhaltsstoffen, die riechen und die, ich weiß nicht, also ich kann das nicht verstehen, warum man die ständig und immer wieder verwendet, das ist nur schädlich für die Haut und die Babyhaut ist so dünn und empfindlich, da gehen die Stoffe auch durch einfach. Also und außerdem ist es ein Wahnsinnsmüll. Die sind schon in Plastikfolie verpackt, die einzelnen Dinger werden weggeschmissen. Das braucht es echt nicht. Also da kaufst du dir lieber einen ganzen Stapel an Reinigungstüchern. Kann man auch selber nähen, klar. Und dann verwendest du die immer und immer wieder. Die werden gewaschen, die werden sauber. Und später, wenn sie irgendwann mal echt nicht mehr benötigt werden oder nicht mehr schön sind, Putzlappen sind das dann auch noch ganz gute. Tipp Nummer 4, das ist die Wunderbürste. Und die Wunderbürste ist kein Geheimtipp mehr. Jetzt mittlerweile kennen die schon ganz, ganz viele. Es ist also extra eine Bürste und die sieht ein bisschen seltsam aus. Da denkt man so, oh Gott, die ist ja kaputt. Kannst du das erkennen? Die Borsten sind hier so ganz komisch schräg geformt. Aber dadurch, weil du gegen den Strich bürstest sozusagen, dadurch entfernt die super gut auch diese kleinen Pillingknötchen auf der Wollbekleidung. Also die finde ich wirklich einen ganz, ganz tollen Tipp, wenn du auch Wollbekleidung nutzt für dich oder für deine Kinder und eben auch Wollüberhosen. Und wenn du Haustiere hast,
brauchst du noch eine zweite für die ganzen Polster, die Sofa, die Kissen und dann kriegst du die Haustierhaare nämlich auch noch ganz gut rausgebürstet. Und Tipp Nummer 5, das ist mein heißgeliebtes Klettbürstchen. Das ist ein kleiner Besen aus Draht und ursprünglich kommt der aus dem Bereich der Haarbürsten, dass man nämlich damit die Haarbürsten reinigt, die Haare rauszieht wieder aus den Bürsten und somit die Bürste wieder säubert. Aber das ist ein ganz tolles kleines Helferlein für Klettverschlüsse. Egal, ob es die Klettverschlüsse von den Windeln sind, ja, die nehmen dir auch ganz gerne mal irgendwelche Fussel an und dann kannst du es reinigen. Und wenn die dann nämlich gereinigt sind, dann schließen die ja auch wieder besser die Klettverschlüsse. Aber auch für sämtliche Klettverschlüsse, gerade auch bei Kinderschuhen, die werden ja auch total schnell irgendwie voll mit kleinen Fusseln und ich weiß nicht, was da alles drin ist. Und damit kann man die super toll eben auch wieder säubern und dann schließt der Klett auch wieder besser. Ach, und jetzt habe ich noch eins. Ist sogar jetzt mehr, sind jetzt sogar mehr Tipps als 5. Also das wäre jetzt die Nummer 6, die schummel ich noch mit rein. Heilwolle. Heilwolle, das ist Rohwolle. Also die Wolle wird am Schaf geschoren. Sie wird dann ganz, ganz sanft nur ein bisschen gereinigt, sodass der gröbste Dreck weg ist. Und danach wird sie eben verpackt. Dadurch, dass sie eben nicht so richtig tief und fest gewaschen wird, bleibt hier noch sehr, sehr viel Lanolin, dieses Wollwachs vom Schaf da drin. Dadurch hat diese Wolle eben auch die Eigenschaft, dass das Fett ist ja noch da, dass sie dann eben auch die Wundheilung fördert. Das heißt, du nimmst so ein bisschen von dieser Wolle ab, du zupfst dir ganz sanft nur etwas, also nicht feste ziehen, denn wenn du feste ziehst, dann bleibt das zusammen, ne? Aber ganz zart, ja, Gewalt, also keine Gewalt erzeugt hier eben das Ergebnis. Dann hast du ein ganz kleines Stückchen auch nur, und das wird auch ganz dünn nur aufgelegt auf gerötete Haut. Kannst du bei einem geröteten Babypopo machen oder eben auch sehr gut bei stillenden Müttern auf die beanspruchte Brust kann man das geben. Oder wenn du es zusammenrollst, auch ins Ohr bei Ohrenschmerzen oder eben um Ohrenschmerzen schon vorzubeugen, gerade wenn es so kalt ist und so stürmt wie in den letzten Tagen, dieses Wollstückchen einfach reinstopfen. Viele nehmen es auch gerne, um Brustwickel zu machen. Ja, das ist Heilwolle. Der Geheimtipp Nummer 6 sozusagen. Ihr Lieben, das war's jetzt aber. Das waren jetzt so ein paar kleine Tipps rund um so kleine Helferlein, die viele nicht so kennen, aber die echt nützlich sind, gerade eben beim Wickeln mit Stoffwindeln. Ich wünsche dir jetzt noch eine gute, erholsame Nacht oder einen schönen, spannenden Tag. Bleib gesund. Bis bald. Tschüss.